An einem herrlichen Novembertag brechen wir zu einer gemütlichen Wanderung auf. Unser Weg startet in Fischhausen südlich des Schliersees und führt uns durch einen belaubten Mischwald zur Burgruine Hohenwaldeck. Hinter der Ruine, von welcher lediglich ein paar Mauern erhalten geblieben sind, liegt ein kleines Felsplateau, von wo aus man eine herrliche Aussicht auf den Schliersee und die Umgebung hat. An diesem strahlenden Tag kann man selbst München als schmalen weißen Streifen am Horizont erkennen. Es ist der 9. November und eine festliche Leon-Hardy-Prozession macht sich zu Pferde nach Schliersee auf. Zahlreiche Schaulustige haben sich versammelt, als wir wieder aufbrechen. Weiter geht der Weg parallel zum See und führt dann nach Oberleiten und Schliersee. Als wir in Schliersee ankommen, sehen wir noch die letzten Überreste des Festzuges sowie einen bayerischen Borselschnalzer. Nachdem wir am Ort zu Mittag gegessen haben, laufen wir entlang des Sees wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück und blicken von unten auf das Felsplateau, von wo aus wir den Festzug beobachtet haben.